Moinsen, Baggers und Baggerien. Ich habe letztens rausgefunden, dass Jay von Pizmeat mal einen Kilo Brokkoli gegessen hat und wirklich seine Schwierigkeiten dabei hatte. Ich habe das heute mal nachgemacht und habe mir, währenddessen ich sein Video geguckt habe, ein Kilo Brokkoli reingepfiffen mit ein bisschen Mozzarella dazu, einfach nur, um das noch ein bisschen zu toppen. Aber seht selbst, Intro ab. So, jetzt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Jay quält sich. Und zwar quäle ich mich heute, indem ich mindestens ein Kilogramm Brokkoli essen soll. Angeblich hat Andi gesagt, hätte ich das irgendwo gesagt, ich glaube bei der Tierlist, wo ich das mit Peter vor kurzem gar nicht so lange her gemacht habe. In Knossos, Alter, boah, da hätte ich Kilogramm von essen können. Von dem Brokkoli, das war so lecker. Wir haben da einige Brokkoli-Röschen besorgt und die wiegen wir jetzt ab, damit wir Kilo haben. Ich versuche aber alles zu essen. Ich hoffe, dass das mindestens ein Kilogramm ist. Also jetzt wiegen wir erstmal hier ab, dass es zumindest im Rohzustand ein Kilogramm Brokkoli ist. Das ist nämlich wichtig. Mhm. Ja. Und dann füllen wir den Spaß jetzt. Okay, das sind 431 Gramm. Das ist nicht so viel, wie ich gedacht habe. Wieso habe ich... Ich habe das niemals gesagt. Das heißt, ich brauche jetzt noch richtig gerechnet 573, das heißt 1004 Gramm sind das jetzt an Rohmaterial. Und das kochen wir jetzt. Das merke ich mir, das ist das. Das ist das Kilo. Und dann rechnen wir gleich einfach nochmal den Rest hier aus und den esse ich dann einfach noch oben drauf. Aber erstmal kochen wir das Kilogramm, die beiden Sachen, in den großen Topf und die anderen verteilen wir dann. 1004, das sind dann 1443 Gramm an Brokkoli, die es hier jetzt zu essen gilt für mich. 1443, das müssen wir uns merken, 1443. Das ist schon wirklich viel. Und ja, das kochen wir jetzt. Das mache ich einfach 5 Minuten fertig, also ne, 5 Minuten einmal kurz rein. Einmal kurz antesten, ob die gut sind. Das mache ich dann aber auch mit dem schon. Ja, mit dem Kilogramm-Ding. Das heißt, ich probiere schon. Ja, ne? Und dann esse ich das. Und dann knacke ich hoffentlich die Kilo. Das Kilogramm rohen Brokkoli, den ich so essen kann, wie ich möchte. Das heißt, bis sofort dann am Tisch. Das ist zumindest das Kilogramm gekochte. Da ist nicht zu wenig. Das ist, ja, keine Ahnung, nee. Ich hab dann einfach nochmal. Das ist das, was ich vorhin getestet habe. Ich hoffe, das war okay. War ist okay. Ist bist fest kalt. Noch? Dich zu dünn? Na. Nicht zu dick? Na. Geilo. So wie ich das mag. Ist Brokkoli eigentlich, was ist das für eine Art Gemüse? Das kannst du ja mal nachgucken. Ich dachte auch gerade an so eine Art Kohl. Ja, wir werden das mal überprüfen. Das heißt, wenn es Kohl ist, wirst du dann richtig hart davon furzen müssen. Ja, wahrscheinlich. Geil. Gehe ich fest von aus. Hoch. Hätte man nicht ein Kilo Rosenkohl draus machen können? Das wäre doch viel schöner gewesen. Naja, okay, das ist noch sehr heiß, weil gerade frisch rausgekommen ist. Brokkoli wird übrigens mit 2 K geschrieben. Ja, Brokkoli. Ich buchstabiere B-R-O-K-K. Brokkoli. O-L-I. Ja, Brokkoli eigentlich. Ja. Brokkoli. Eigentlich Brokkoli. Auch Bröckel, Spargel oder Winterblumenkohl. Spargel? Genannt. Also Spargelblumenkohl. Oder Spargelblumenkohl. Hast du ja schon deine Antwort? Oder Spargelblumenkohl. Ich sag's ja wohl easy weg. Brokkoli ist mega geil. Spargelblumenkohl klingt irgendwie fett. Danke, Brammen. Danke. Endlich sag's mal einer. Brokkoli ist mega geil, Mann. Da kannst du auch einfach mal ein Kilo reinstecken. Alles? Ja, eher Spargelkohl. Das ist viel, aber Brokkoli ist geil. Ja, Brokkoli ist da ja auch nichts gegen. Ich finde, das sieht wenig aus, aber ich glaube, das wird viel, je mehr du isst. Also das ist halt mehr als so ein, also das ist mehr als eine Portion, die ich mir so normalerweise auch schon alleine. Oh ja, 100 pro. Also, und dann hast du nochmal mehr als der Doppelte. Wie viele Brokkoli-Dinger sind das denn? Stimmt, wie viel Brokkoli hast du dafür benutzt? 2? 6. Achso, für die Menge? Keine Ahnung. Ja, 4 dann wahrscheinlich, wenn du noch 400 Gramm oder so stimmt. Theoretisch Backup hast. Wir hatten 6 Stück. Wir hatten 6 Stück, ja. Ah, 6 hatten wir. Ja. Ah. Und daraus wurden 1,4 oder so Kilo und das ist jetzt 1 Kilo. 2 Drittel. 2 Drittel, also 4. Aber die dicken Stämme isst du nicht mit. Mathe, Mann. Nee. Okay. Also, ist. Ich esse die übrigens mit. Mit dem Blumenkohl verwandte Gemüsepflanze aus der Familie der Kreuzblütengewächse. Gibt auch blühenden Brokkoli. Boah.
kennen wir sicherlich auch alle. Der ist aber, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob man den essen kann. Der Internetdoktor hat auch gesagt, ist langweilig, ehrlich gesagt. Also hier bin ich jetzt auch weniger neidisch auf dich, als du die 50 Datteln im Speckmantel hattest. Ne? Da dachte ich, boah, geil, so eine Dattel im Speckmantel. Ja, also, das jetzt, da willst du es sehen. Also ich will jetzt keine 50 essen, aber so ein paar davon würde ich dir schon helfen wollen. So 40 würdest du auch probieren? Nee, würde ich nicht. Also, wobei, wie viel hast du geschafft? 32. Da würdest du knacken, ne? Ich denke ich gerade drüber nach, ob ich das schaffen würde, ehrlicherweise. Klippen. Ja, Clip. 32? Also 33? Clip in den Schippen. Also da läuft viel Wasser raus eigentlich? Ja, hat er eben verschüttet. Achso, ja. Auf dem Tisch. Aber ich sagen wollte, ich bin jetzt, also mein Neid hält sich diesmal ein bisschen in Grenzen, weil Brokkoli ist ein gutes Gemüse, aber jetzt nicht so was, weil ich ohne irgendwas anderes essen würde. Ja, so komplett. Der ohne ist irgendwie. Ja, genau. Weißt du noch, als wir die. Ach nee, Moment. Du hast ja nur anderthalb Donuts gegessen. Aber Brokkoli kann man schon geil machen. Aber das war lecker. Ja. Das war geil. Da konnte man nur einfach irgendwann nicht mehr, weil nicht mehr die Donuts? Reingehen. Ja, weil die eklig waren. Nicht so wie Martin. Nicht so wie der Staubsauger, meinst du? Nein, der Staubsauger. So, 5 Minuten. 1 Kilo Brokkoli mit 250 Gramm Mozzarella. Cheers. Gucken wir weiter. Der Staubsauger. Bist du ein Staubsauger? Also, meine Freunde, die mich wirklich schon sehr viele Jahre kennen, also ich sag mal so, an einem riesigen Tisch, egal wie schnell du isst, ich bin der Erste. Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise, ich bin durch, da hast du gerade mal deine Vorspeise weggegessen. Also, ich sag's wie es ist, ich bin da nicht stolz drauf, aber ich esse schon wirklich sehr schnell. So, aber das war jetzt 1 Kilo Brokkoli. Kirby bist du ein. Ich nehme das ja mal wieder weg. Aber die gehen ganz schön gut weg. Nee. Wobei, vielleicht kann ich Fun Facts zu Brokkoli muss ich sagen. Also Jonas. Ich habe gekaut. Fun Facts zu Brokkoli. Ich habe gekaut. Ich versuche mich zu beeilen, damit das schnell weg ist, damit dieses Sättigungsgefühl kommt. Ich habe schon fast überlegt, ob du dürfte man daraus jetzt eine Brokkolisuppe machen? Achso, wenn du sagst, du schaffst 1 Kilo Brokkoli. Ne? Boah, weiß ich nicht, ey. Alter, ich kann mich noch daran erinnern, als du auf die glorreiche Idee gekommen bist, die Gurken zu matschen. Boah. Und das getrunken hast. Boah. Es gibt Brokkoli-Witze. Das ist echt eklig. Geil. Es gibt Brokkoli-Witze. Wer ist der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Brokkoli. Das ist doch schlecht. Oh mein Gott, Martin ist sich gerade am Abkecken, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sprach das Brokkoli. Oh Mann, ich sehe aus wie ein Baum. Erwidert der Pilz und ich sehe aus wie ein Regenschirm, sagt die Walnuss. Ich habe eine stärkere Ähnlichkeit mit deinem Gehirn. Darauf die Banane. Könnt ihr bitte das Thema wechseln? Ah. Weil der aussieht wie eine Wurst. Habe ich nicht verstanden. Also meine Frau meint gerade, ich soll nachher auch 1 Kilo Brokkoli essen, während ich das Wort hier schaue. Und ihr auch beide 1 Kilo Brokkoli esst. Ja, mach doch. Ey, Brokkoli ist super gut für euch, Chat. Rohbrokkoli, einfach, weiß nicht, was das heißt, frittös oder gekocht, ist mega gut. Super, super viele Vitamine. Ich hasse dich. Was ist das coolste Gemüse? Brokkoli. Kannst du schneller essen, Jonathan, vielleicht? Jay is not amused. Ja, komm, mach mal in 2 Minuten hier fertig. Du musst auch noch einen Zeitrekord. Das ist schon langsam unangenehm. Das ist schon langsam unangenehm. Lena hat gelacht. Echt? Na, schon wieder. Wusstet ihr, dass Brokkoli, also das ist kein Joke. Brokkoli. Also du bist für die Jokes zuständig. Alter, so groß nicht, dass wir irgendwann die Brokkoli haben. Ja, boah, oh Gott. Hat stark krebshemmende Wirkstoffe, also soll krebshemmende Wirkstoffe beinhalten, Brokkoli. Mhm. Ich habe auch schon eben gegoogelt, ob das irgendwie schlecht ist, dass man 1 Kilo davon isst, aber das ist scheißegal. Alter, mein Magen das ist sogar gut, glaube ich. Also regelmäßig Brokkoli essen ist richtig gut.
Danke, Chris. Ich dachte, er enthält nämlich, eine Handvoll Brokkoli beinhaltet so viel Vitamin C wie eine Orange. Ja, krass, also, boah. Relativ viel wahrscheinlich. Ja, aber wie viel also ist denn Orange? Immer dann so eine ja. Handvoll Brokkoli. Einfach eine Handvoll. Das ist lieber eine Orange, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt schon, dass ich nicht mehr als das schaffe. Ja, was ist der Unterschied zwischen Brokkoli und Nasenschleim? Es ist schwierig, Kinder zu finden, die gerne Brokkoli essen. Ah. Hm, ist gut, dass du sowas während des Essens erzählst. In welche Bar geht der Brokkoli am liebsten? In die Salatbar. Boah. Ja, okay, Bram hat wieder einen guten Joke gefunden, okay? Hör auf, Brokkoli schmeckt übrigens am besten, wenn man ihn kurz vor dem Kochen wegwirft und eine Pizza bestellt. Nee, 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 absolut nicht. Das ist nicht witzig, weil nicht true. Aber nicht die hier in Osnabrück. Das ist nicht true. Das gehört nicht zu so einem Standard-Italiener-Repertoire, Brokkoli. Muss ich ja zugeben. Aber Pizza mit Sauce Hollandaise, Brokkoli und Schinken ist schon irgendwie geil. Chris, Küsschen an dich. Sympathie einfach plus 20 gerade, just in dem Moment. Mag ich sehr gerne. Ja. Kann man machen. Kenn ich nicht. Aber kann ich mir okay vorstellen. Ja. Brokkoli, aber Pizza geht klar. Ich bin ganz ehrlich. Die Auswahl an Brokkoli, willst du es echt begrenzt? Boah, Alter. War das jetzt ein Joke? Nee. Also. Wisst ihr, wer Brokkoli richtig hasst? Der ehemalige Präsident George Bush. Welcher? Nicht W, sondern der Vater. Der Alte? Ja, Senior. Der hat nämlich schon bei einer Pressekonferenz im Jahr 1990 gesagt, ich mag keinen Brokkoli und mochte ihn schon als Kind nicht, als meine Mutter mich zwang, ihn zu essen. Jetzt bin ich Präsident der Vereinigten Staaten und werde ihn nie mehr essen. Also finde ich gut, dass der das mitgeteilt hat, diese wichtige Information. Und George Bush Senior. Nice. Du hast im Endeffekt deine Mutter nur besiegt, indem du Präsident geworden bist. Ja, quasi. Jetzt konnte er für sich endlich selber entscheiden, dass er kein Brokkoli mehr essen muss. Endlich. Der Koch hat ihm irgendwo. Aber ich glaube, um kurz einzuwerfen, ich denke, dass Mütter, auch wenn du Präsident bist, immer noch mehr zu sagen haben als du. Sind wir uns da einig? Ja, oder? Ich hab mal Brokkoli gemacht, das wäre so lustig. Und er wusste nicht. Ja, genau. Boah, ja. Was ist Boah, Alter? Heißt das schon... Nee, den Gesichtsausdruck will ich noch gar nicht sehen, Jonathan. Du musst doch den Teller aufmachen. Ja, und das auch noch. Glaubst du manchmal, dass ein Brokkoli... Ich hab schon Schweiß. Ich hab jetzt schon dieses Schweißgefühl. Ja, du hast auch schon so leichte Perlen auf der Stirn. Ja, wenn die Garde so heiß ist. Ja, kann natürlich sein. Ey, Jay, glaubst du, dass wenn Brokkoli einen Blumenkohl ansieht, dass er denkt, oh nein, ein Geist? Was? Der war nicht schlecht. Ich fand ihn auch gut. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ich war hier voll in meine Funfacts vertieft. Das ist aber belastend. Boah, Alter, ja. Stell dir vor, du bist ein Riese und isst kleine Bäume. Ich, M28, werde von einer Freundin motiviert, Brokkoli zu essen. Alter. Okay, das ist aber nicht schlecht. Jay, stell dir vor, du bist ein Riese und das sind Bäume. Das ist schon cool. Okay. Der hat aufgehört zu kauen, das ist nicht gut. Dann geht's, glaube ich, nicht so gut. Gestern Brokkoli gegessen, heute Halsschmerzen. Man muss nicht Medizin studiert haben, um den Zusammenhang zu erkennen. Barack Obama wurde mal bei einem Event im Weißen Haus von Kindern nach seiner Lieblingsspeise gefragt und hat Brokkoli geantwortet. Weil er sich erinnert hat, dass der Republikaner Brokkoli Nein gesagt hat. Eigentlich mag Obama ja gerne Fastfood auch, aber vielleicht wollte er die Kinder auch tricksen, ihre Gemüse zu essen. Ich muss aber sagen, ich bin ganz froh, dass ich nicht mit dir im Auto sitzen muss nachher. Ich frage mich, was da jetzt noch 24 Minuten kommt. Ich frage mich, was jetzt da noch 24 Minuten kommt. Also, ich esse super ungern mit anderen Menschen zusammen übrigens. Also wirklich total ungern. Ich gehe auch super, super ungern mit anderen ins Restaurant, weil ich immer so unglaublich schnell fertig bin. Und dann sitzt du da immer und wartest und wartest. Du kannst ja auch nichts sagen, du kannst nicht aufstehen, weil es ist ja nicht höflich. Und wartest und wartest und wartest. Und dann essen die Leute sehr lange und noch länger und noch länger. Und du wartest und wartest und wartest. Ich glaube. Hast du dein Kilo schon weg? Ja, mein Kilo Brokkoli war nach 5 Minuten alle hier. So schnell geht das nicht. Meinst du? Ja, vorher tut mir ein bisschen leid. Die tut mir generell. Die hat sich das selber ausgesucht. Ja. Ich hab das niemals gesagt. Glaube ich dir nicht. Aber ein Kilogramm Brokkoli geht halt gar nicht. Hallo, ist doch verlinkt. Wollen wir uns die Szene nochmal angucken? Nee. Ja. Warte, wo ist das verlinkt?
in der Dispo, die wir vorhin bekommen haben, die Andi so schön mit Martin wahrscheinlich vorbereitet hat. Ich weiß nicht. Die Andi so schön vorbereitet hat, konnte die jetzt. Danke, Martin. Den Satz extra nochmal so angefangen, dass ihr den Mittelteil rausschneiden konnte. Gerne schön. Peter ist doof. Man könnte auch drin lassen. Man könnte auch drin lassen, okay. Hier von mir aus, aber ich muss wenigstens nicht die Scheiße da essen. Da zumindest nicht ein Kilo. Ey, Peter, sag doch nicht zu Brokkoli Scheiße. Boah, Alter, ey. Ja. Muss man erst kurz warten, bis der den da getötet hat und zu dumm war, das Rätsel zu machen. In Knossos, Alter, boah, da hätte ich Kilogramm von Essen. In Knossos! Von dem Brokkoli, das war so lecker. Im Knossos! Im Knossos von dem Brokkoli. Das hab ich nämlich niemals gesagt. Aber das hättest du vorher, finde ich, anzweifeln müssen. Bevor du hier hinsetzt. Ich bin auch geil, dass du dann erst auf die Idee kommst, diesen Clip anzukündigen. Ich bin so gutgläubig gewesen, dass Andi, die treue Seele, da eigentlich bescheißt. Also du hast doch bei den 20 Kugeln Eis eigentlich gesagt, dass die von Alpago sein müssen, hast sie aber trotzdem gegessen. Deswegen habe ich gedacht, anderthalb Kilo pfeift er sich auch rein. Boah, Alter, hast du schon mit der Creme angefangen, die vor einem Monat abgelaufen ist? Nee. Das wird, glaube ich, auch nicht dann besser. Dann meinst du, das wird nicht besser, aber das ist geschmacklich ein Unterschied. Immer Variationen reinbringen. Soll ich dir Gewürze holen oder Öl? Welche? Ja, da hinten sind ganz viele. Olivenöl. Wir haben noch Wodka und Kräuterkraut. Soll ich mal gucken, was das da gibt? Ja, wir haben Kindheit. Haben wir Kindheit? Willst du Kindheit haben? Ja, gib mal Kindheit her. Ja, komm. Boah, jetzt ist der eklig. Alter. Kindheit geht immer. Quatsch, das kannst du mit allem essen. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das kann Gurke ich oder so mit Ketchup. Das schmeckt immer noch wohl. Boah. Das schmeckt halt im Endeffekt, je nachdem wie du steuerst, halt nach Ketchup. Alter. Oh, jetzt kriegst du Auswahl. Ja. Boah, kommt da jetzt Mayo? Italian Dressing. Kommt da Mayo? Okay, ich habe eine Auswahl mitgebracht. Ja. Wir hätten aber auch noch tatsächlich Gewürze wie Chili und so ein Scheiß. Ja, Chili, auch mal ordentlich. Ja, und andere Sachen halt auch, keine Ahnung, da sind super viele. Aber vielleicht ist also Chili, Chili ist voll smart. Italian Dressing. Das sieht mega flüssig aus. Ja, finde ich auch. Joghurt, Kräuter und Kindheit. Habe ich jetzt alle vor Programm gestellt, sorry dafür. Das ist egal, ist okay. Ich bin ein bisschen größer als eine Flasche Ketchup. Lol, jeder Gewürzstoff ist vegan. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ketchup. Okay, jetzt wird's fancy. Gewürzketchup und Brokkoli? Okay. Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn das nicht vegan wäre. Okay. Ah, jetzt werden wir so ein bisschen verrückt. Jetzt wird's schon eklig. Das geht schon klar. Wann ist der abgelaufen? Nicht. Noch nicht? Am 31.08.2021. Naja, sehr gut. Nein, Spaß! 2020! Ja, oder so. 2020? Was ist das denn? Ich glaube aber, das ist wie Salz auch wieder. Das kann Ketchup? Ablaufen. Ach so. Das kann ich ablaufen. Ich bin auch der Meinung, ich bin auch so eher so der Mindesthaltbarkeitsdatum-Typ, außer Ketchup. Ketchup wird nicht schlecht. Ja, aber früher ist das auch nie schlecht geworden bei uns jeweilig zu Hause, das ist richtig. Halt immer sehr schnell weg war. Ja. Aber auch die Tatsache, Mama hat immer gesagt, du musst das hier oben, jedes Mal benutzt das sauber machen. Ja. Ernsthaft? Ja, das ist doch voll eklig, damit das nicht so hart ist wie da. So, und Dennis war so, das geht noch. Die Regel gab bei uns. Solange da noch was rauskommt. Die Leiden des jungen Jays. Ist aber offen. Oh, Jay sieht schon echt leidend aus. Mit dem Teller. Ein bisschen leidend sieht er immer aus, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Ich frage mich, warum du das immer wieder antust. Warum tätigst du solche Aussagen? Die werden mir aus dem Kontext gerissen. Und dann glaube ich das. Wie hat denn das Knossos die gemacht? Können wir da vielleicht noch näher drankommen? Wenn du diese Zutaten bekommst. Das ist gut. Okay, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, die haben das halt wahrscheinlich noch ein bisschen irgendwie so. War da Soße dran? Haben die noch mal angebrannt und braune Butter gezogen oder sowas? Wahrscheinlich irgendwie sowas. Boah, aber wenn das noch die braune Butter ist, ist das noch mächtiger. War das mit Soße Hollandaise oder so? Ja, aber Mächtigkeit ist bei. Ja, aber ein Kilo Brokkoli mit Soße Hollandaise holt sie von. Ein Kilo auch finde ich relevant. Ja, ich stimme dir dazu, aber jetzt gerade ist er, glaube ich, eher in der Leckerheitsphase. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es. Meinst du, der ist echt nur in der Phase, wo der das so richtig lecker findet? Nee, ich glaube schon. Ich bin genau im Gegenteil. Achso, okay. Der ist schon noch zu, wenn man das im Kontext weiß. Ja. Du musst dann einfach so drehen, wenn 90 Grad da fehlt. Ja. Wenn man danach noch so ein Essen-Challenge-Video, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, was hier nachkommt. Irgendwas mit Stahlmagen, aber.
Den hast du dann, glaube ich, nicht mehr. Und Christian heute auch nicht. Wir sind auf uns gestellt. Easy. Martin ist ja kein Gegner. Achso, nee, Martin Stammer, stimmt. Ja. Denk an schönere Sachen. Wie beispielsweise. Sag mal, wie lange kann das dauern, einen Kilo Brokkoli zu essen? Stamme ich von Kühen ab oder so? Wie lange kann denn das dauern, einen Kilo Brokkoli zu essen? Ich habe das Gefühl, wir gucken schon seit 10 Stunden zu, wie Jay ein Kilo Brokkoli isst. Ein Steak. Brokkoli? Brokkoli. Denk an Brokkoli. Denk an Brokkoli. Das ist eine gute Idee. Da hat er noch gar nicht drüber nachgedacht. Mit Salz und Hähner Gewürzketchup. Ja. Mega. Und vielleicht ein bisschen Italian Dressing. Gibt's Fleisch, was mit Brokkoli gefüllt wird? Gefüllt? Ja. Weiß ich nicht. Aber weißt du, wer das weiß? Mr. Google. Witze Google weiß das. Ja, oder so. Ja, schwieriger, aber könnte auch sein. Hier zur Information. Hier ist drin Wasser, Branntwein, Essig, Zucker, Rapsöl, Salz, Paprika, Estragon, Knoblauch, Verdickungsmittel. Gewürzextrakt, Pfeffer, Farbstoff. Ja. Schweinefilet gefüllt mit Brokkoli gibt's. Geil. Zum Beispiel. Da will ich lieber Milch mit Koch machen in nächster Zeit. Mutter? Dann weigere ich mich. Komm, Jay! Komm! Also würdest du das sehen. Hat jetzt Hela geholfen oder er nicht? Also ich würde noch darauf setzen, dass Jay es schafft. Ich auch. Da würde ich noch drauf setzen. Ich meine ganz ehrlich, ich sag mal, wenn man sich bis dahin durchgequält hat, jetzt noch zu sagen, nee, doch nicht. Ja, guck mal. Das wäre schon. Das ist weniger als der letzte Teller, den du gegessen hast. Das ist allein schon deswegen bitter. Das ist weniger als der letzte Teller, den du gegessen hast. Dann kannst du lieber nach drei Bissen sagen, nee, sorry. Weil jetzt hast du den Magen schon kaputt gemacht. Kannst du doch draufhauen. Ja, aber. Das kannst du doch draufhauen. Doch, Brokkoli, yum, lecker. Ich lese ja, schon sehr lange auf dem Buch. Investigativ ist ja wieder zugeschlagen. Meinst du, das hilft, wenn man ein bisschen Essig hinterher schüttet? Oh ja, einfach Brokkoli essen und dann eine halbe Flasche Essig auf Ex. Jay, kleiner Tipp von mir. Bisschen Salz drauf, italienische Kräuter und dann rein in den Lachs. Apfelessig, aber das ist noch ein bisschen Kümmerling vertragen. Soll er holen? Nein. Ich wollte dir nur das Gute tun. Wir sind hier nur helfen. Da vorne ist noch ein bisschen was. Da könnt ihr euch auch noch was machen. Ich kann gerade nicht. Achso, meinst Brokkoli? Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Dadurch, dass du dir den gerade so reinschaufelst und dabei so leiden guckst, hat mir das gerade auch echt die Lust auf Brokkoli verloren. Feder. Nee, auch gerade nicht. Oh, die Duftwolke. Also gut, riechen finde ich tut Brokkoli nicht. Aber es ist auch ein Kohl. Ich finde Brokkoli riecht immer geil. Vor allem nicht nach. Doch, Kohl riecht doch immer gut. Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, alles. 24 Stunden. Oder bei dir nach zwei. Ja, richtig. Dann riecht er neben mir. Ja, man will ja schnell nach zwei, ist ja schon wieder aus dem Organismus raus. Ja, das ist eine schnell Fermentierstation. Ich bin heute Nacht ins Bett gegangen, wir mussten Peter zweimal noch auf Klo, wegen dem Chip. Das ist absolut richtig, das war Hölle. Ich bin gar keine Probleme. Das war so geil. Er kam halt wieder. Und nicht zwei Minuten später ist er wieder gegangen und musste auf Klo. Ich denke, das ist war. Okay, doch nicht. Ja, genau so war das. So, ich saß auf. Okay, nee, reicht jetzt. Okay, alles klar. Ich sag mir so leid, dass ich mein Magen instant so. Du liegst, jetzt geht's weiter. Ich hätte es vor 30 Sekunden machen können, aber jetzt ist es viel besser. Ah, so leid, dass ich Peter geweckt hab. Ja, da guckt immer ein bisschen Angel wieder bei dem Gedanken. Der Chip? Näher an die Geschichte, die daraus resultiert. Achso, ja, verständlicherweise. Jeder Mensch darf seinen Arbeitsplatz frei wählen. Ja, also ich finde schon, dass das. Und Mitarbeiter bei Pete's Meet, die sollten schon sich wissen, worauf sie sich einlassen. Hey, ne, ich finde es gut, dass du das gerade selbst gesagt hast, während du davor sitzt. Ja, du trickst. Der wurde reingelegt. Du bist fast fertig. Ey, ich wette immer noch auf dich. Geht nicht. Ich habe schon längst gegen ihn gewettet. Nee, ich bin immer noch für Pippen. Ja, komm, ich bin auf. Ich bin für Jay. Komm, Jay. Ich habe der Brokkoli Challenge nicht für Peter. Lass dir die Kleinen für das Ende über, damit das nicht mehr nach so viel aussieht. Ja. Alter, das sind die Tricks. Ja, das ist echt. Mental Games, die hier geplayt werden, mit dir selber. Einfach dich selber über den Tisch ziehen. Das ist ein gutes Video, muss ich sagen. Ja, für die auch. Wie einfach auch alle Schaden.
Oh, sind so gemein. Beste Video, was wir gedreht haben. Wer muss am wenigsten machen? Kann immer sitzen und Trash-Talken. Was, wenn ich das so sehe, da habe ich auch schon ein bisschen weniger Lust auf. Er hat den verboten, ja, also, du hast jetzt den Quark noch gar nicht. Ja. Ah, du bist so ein ekelhaftes Stück. Ah, das ist okay, Alter. Dann halte ich aus für dich, Jay. Kannst du gut machen. Was ist denn mit dem Quark? Schmeckt der nicht? Kannst du haben. Fuh mir immer noch den Kleber hier von dem Finger. Nee, danke. Von einem alten Hose. Der ist halt seit einem Monat abgelaufen. Der schmeckt schon so echt geil. Oh, okay. Nee, dann würde ich den auch noch mehr essen. Da war der Kleber drauf. Bei mir ist auch noch. Und der ist noch nicht ganz weg und deswegen. Ja. Halte ich das die ganze Zeit so leicht drauf. Ich zeige dir gerne noch. Was für ein Stütchen haben. Jay is not abused. Wo? Oh, yeah. Habe ich schon wieder vergessen. Yeah, yeah, yeah. So lange, da kommt schon die Fruchtfliege. Das ist keine Fruchtfliege. Nee, das kleine Ding. Das ist eine Scheiße. Hau ab! Das ist nur Brokkoli heute. Das ist Brokkoli-Eule. Lass mich da ein! Los, embrace! Komm her! Oder ich lass mir so viel Zeit, bis die Vorflieger halt aufgegessen hat. Das haben wir ja gerade gesagt, du musst die willkommen heißen bei dir, die hilft dir. Aber jetzt hast du dich schon vertrieben. Ja, und hast du dich schon mal hast du nicht weit genug gedacht? Dann habe ich den Magen mehr gefüllt. Und wenn du die mit isst? Ne, wenn ich sie esse, ja. Das stimmt. Wobei, wenn die. Ja, das stimmt. Wenn sie ein bisschen Brokkoli isst, ist das ja in ihrem Verdauungstrakt drin. Ja, oder die direkt muss sie dann halt wieder wegfliegen lassen. Die darf dann sich nicht zu Bett legen bei dir. Das abarbeiten. Ja. Weißt du, was das Schöne ist? Diese Röschen, immer wenn man drauf beißt, kommt richtig schönes so kaltes Wasser jetzt raus. Oh nein, das war ja mittlerweile kalt geworden, so ein bisschen. Also ja, Jay, da hilft nur eins, du musst ein bisschen schneller essen. Eine Seite. Oh, so ein bisschen mehrig. Ein bisschen Alge. Was ist denn hier los? Ein bisschen Alge. Nori-Alge? Ja, so ein bisschen. Ja, Algen sind ja auch so meersalzig. Wie viel Kilogramm Alge kannst du nur so essen? Oh, nicht viel. Ich mag Algen nicht besonders gerne. 250 Gramm. Boah, da hätte ich. Nori-Alge. Easy. Algen. Ohne alles? Schon ganz oft gemacht. Ach krass. Da ist der Zoom direkt auf Bram drauf. Ja, aber 250 Gramm ist halt auch echt nicht viel, wa? Ja, aber danach wird das halt eklig, weil der so super salzig ist. Aber sind die nicht so super dünn, die Blätter? Das ist doch richtig. Das ist eine Packung halt. Aber du würdest die dann quasi in kleinen Portionen wegstecken, wie so Chips. Also würdest du eine Packung Nori-Alge essen, das wäre schon auf jeden Fall ein Video wert. Ich weiß nicht genau, ob das DIN A4 ist, aber so ungefähr DIN A4 mäßig. Ja. Dann hast du die Packung, da sind da, keine Ahnung, 10 Blättchen drin oder so. Holst du eins raus und snickst das weg. Weißt du das, womit wir Sushi gemacht haben? Ja, genau. Ja. Die esse ich abends. Ja, aber wie viel würdest du denn maximal schaffen? 250 Gramm, eine Packung. Ja, mehr nicht. Mehr nicht. Warum? Mehr schaffe ich halt nicht. Warum? Also dann snickst du easy weg. Ja, dann schaffst du doch bestimmt auch zwei Packungen, wenn du sagst, das schaffst du easy. Das glaube ich nicht. Bram ist richtig schlau. Bram ist richtig schlau. Bei dem mit halt Ketten, ne? Aber wir können das ja mal probieren. Wir können probieren, dass ich 250 Gramm esse. Wir können probieren. Wenn du das mag ich ja. Wir können probieren, ob so ein Kilogramm davon ist. Ne, glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Das ist aber krass. Warum? Wir können es ja probieren. Wenn er 250 Gramm schafft. Also, weißt du, man könnte sagen, man kann das probieren, aber ich würde mich niemals aus dem Fenster lehnen und sagen, das schaffe ich. Das ist ja der Unterschied. Wie viel Gramm ist in so einer Chipstüte drin? 150 oder so? 50, 60, 175? Also nee, das ist ein Kilo zu viel. Ja, das ist schon viel. Nein, will ich nicht. Könntest du ja probieren, aber selbst wenn du probieren würdest und das nicht schaffen würdest, wäre ich so eine Niederlage, als wenn man sagen würde, ich kann das easy snacken. Wie viel Donut haben wir gewonnen? Ich habe niemals gesagt, dass ich das easy snacken kann. Ich habe auch niemals gesagt, dass ich das hier easy snacken kann, sondern Knossos Brokkoli essen kann. Easy. Wo ist jetzt der Unterschied? Also wir haben den Unterschied noch nicht festgestellt. Wenn ich im Steakhouse ein Steak bestelle, was über ein Kilo schwer ist, schaffe ich das. Aber davon ist meistens ein Großteil Knochen. Ja eben, wovon schafft man denn so easy jetzt ein Kilo, wo du sagst, das esse ich auch gerne? Kartoffeln. Easy. Kartoffeln. Kilo. Easy. Aber wir können ja mal zu einem Steak... Rosenkohl. Easy. Weißt du, wie viel Kilo ist? Ja, deswegen überlebe ich ja gerade. Nicht zu viele gleichzeitig. Wir gehen mal in den Lieblingssteakhouse und dann sagen wir wollen... Kilogramm Fleisch. Selbst wenn ich haben wir doch schon gemacht. Da haben wir in Berlin, haben wir doch in diesem türkischen Steak-Ding gesessen, wo wir da was bestellt haben. Und dann kam der Typ doch an, mit diesem Tablett, wo er dann noch angeboten hat zu schneiden, wo wir gesagt haben, nee, jeder hat sich eins bestellt. Wo der uns die Sachen klein schneiden wollte, um die danach zu verteilen. Man kann nicht auch, wir hatten uns aber jeder eins bestellt. Ja, war das voll dumm. Von Steakfleisch. Da war also Kartoffelsalat mit Mayo würde ich sagen, nee. Also Kartoffelsalat mit Mayo ein Kilo, nee. Nee, Mayo ist zu mächtig. Durch das Öl. Nee, das ist zu doll.
Nee, heute ist kein Simracing Bud Light. Aber mit Meier fahren bestimmt, ja, sehr gerne. Relativ viel. Und er dachte, wir hätten uns dazu Teilen bestellt. Wer war denn dabei? Ich weiß es nicht. Ich war dabei. Der war richtig cool. Der war im Hasi. Der war richtig im Hasi. Hasier. Hasier ist richtig. Ja, ja, das ist. Also Hasier kenne ich zumindest. Das war Lokalität in Berlin. Ja, dabei. Da war Boris bei, logischerweise. Ja. Weil er das Boris Lieblingsrestaurant. Ja. Vielleicht nach lokale Games oder so? Oder vor? Oder irgendwie so im Rahmen? Ja, irgendwie. Boah, also. Wie viel Fleisch hängt tatsächlich an? Wenn du so ein T-Bone. Das ist jetzt ein Lampenshot. Also. Wenn du so ein Kilo T-Bone bestellst, wie viel ist dann. Ja, aber wie viel davon ist Knochen? 200 Gramm. Echt so viel? Nee. Wow, ich wollte einfach nur was sagen. Ach so, ja, aber das ich wollte einfach nur was sagen. Viel. Ich würde sagen, die Knochen Hälfte. Ist viel. Würde ich nämlich auch sagen, dass der Knochen schon echt viel ausmacht. Ja. Aber zwei würde ich von denen nicht schaffen. Ich würde nichts, selbst wenn du mir mein Lieblingsfleisch, Kilo Kasper. Aber ein Liter Wasser kriegt man komischerweise. Nein, ja, Liter Wasser ist easy. Müssen. Ja, aber der ist auch flüssig. Das wie ist schwer dann ja ganz gewesen wäre mit allem, nach dem Kochen. Weil das ist ja deutlich schwerer jetzt. Das ist richtig. Weil man auch ein Liter Wasser knallt sie aber auch nicht einfach so in den Kopf rein. Aber bei Kartoffeln hat es ja Glück, die waren deutlich leichter. Das ist richtig. Das war ja die Finte, die ich damals hatte, um euch zu besiegen. Aber die Flasche hier Wasser, ja, die wir im Camp gefunden haben, war 0,7 oder also ja. 0,75. Ja. Aber einen Liter hätten wir trotzdem geschafft. Aber relativ schnell. Also nicht genauso schnell, aber relativ schnell. Einen Liter hätte ich geschafft. Ja, ich hätte. Ja, stimmt, das ging auf Zeit. Genau, wir hätten uns einfach mehr Zeit lassen können und dann hätten wir. Ja, aber einen Liter schaffe ich aber unter 5 Minuten. Ein Liter Wasser? Ja. Ja, easy. Holt sie vorhin. Aber das ist halt doch nicht spannend. Wie lange hatten wir da Zeit? 60 Sekunden für die 0,7er Flasche? Wir können probieren, wie viel Liter man in 5 Minuten schafft. Oh, einen Liter schaffe ich. Oh Gott. Wie viel Liter Bier? Nein, wie viele Liter Wasser? 4 Liter Bier, schön Druckbetankung. Wie viele Liter Wasser du in 5 Minuten trinken kannst? Maximal einen Liter. Mehr kann ich nicht. Ich finde sich auf dem Gebiet aus dem Fenster zu legen, ist echt bitter, weil man da echt oft verliert. Ich frage mich gerade, wie man oft verliert. Es geht doch nicht darum, dass wir alle, vielleicht schaffen wir auch alle nur 500 Milliliter. Es geht darum, das meiste zu schaffen. Maximal einen Liter. Ja, dann hörst du halt bei einem Liter auf. Aber wir anderen versuchen halt, das zu gewinnen. Ja. Das wäre mal ein olympisches Spiel. Das wäre gar nicht so schlecht. Lass uns doch mal da eine Olympiade draus machen. Ja. Das wäre gut. Wir haben mal eine Wasservergiftung. Wäre doch mal eine gute Frage. Die gute alte Wasservergiftung. Wir nehmen einfach so Wasser ohne Kohlensäure. Da machen wir noch richtig interessant. Wir nehmen Salzwasser und dann ist auch noch, wer ist, also mega gute Idee. Wem ist die Gesundheit dann fragen wir noch Gerosch. Wir trinken einfach einen Liter Salzwasser. Geile Idee, Chris. Richtig gut. Steiner? Ob die uns nicht das Salzwasser geben können. Ob die uns das Wasser sponsern. Ich muss sagen, dadurch, dass wir so viel quatschen, helfen wir dir, glaube ich. Weil du bist abgelenkt von dem ganzen Scheiß, den du da essen musst. Das ist die Taktik. Der Teller wird doch immer langsam mal leer. Ja, aber er wird jetzt leer. Jetzt weist du noch nicht darauf hin, dass er noch so viel ist. Wenig ist. Ach so. Schon nicht mehr so viel, das stimmt. Ja, das ist nice. Guck mal. Ja. Mach mal. Das wäre jetzt so, würde ich sagen, so eine normale Portion Brokkoli. Mittlerweile zerfällt der auch so ein bisschen, ne? Irgendwie nicht mehr so ganz perfekt. Fabio, Weichkochen nicht sogar besser gewesen. Ich habe schon gegessen, im Nicht-Rohzustand. Ja, gut. Hättest du den nicht noch weicher kochen können? Okay. Weicher finde ich den auch nicht so lecker. Ja, zum Braten. Ja, aber dann geht der besser runter. Ja, das ist Folge so. Ja, stimmt. Dann könnte es smarter gewesen sein. Dann wäre es smarter gewesen. Richtig. Tja, aber ich komme mit dem Tipp natürlich erst jetzt. Ja. Da hat mich ja doch vorher keiner gefragt. Einfach den essen wie beim Knossos angeblich. Knossos, werden die gekocht? Ich glaube schon blanchiert. Ja, okay. Tja, bist doppelt reingelegt worden. Boah, Alter. Aber ganz ehrlich, jetzt noch das nicht zu schaffen, wäre echt bitter. Weil jetzt hast du dich schon gequält. Ich könnte mir jetzt ehrlich gesagt noch so eine Nachspeise gönnen. Ich hätte mir vielleicht noch eine Nachspeise machen können. Ich glaube, das hatten wir bei den Datteln auch schon. Ich auch auf den Sätzen. Bei den Datteln war der. Die Quote sind viel schlechter als meine, weil ich am Anfang an den geglaubt habe. Tja, ist egal. Sorry, Chris. Bei den Datteln, meine ich, war der auch noch so. Bei 27 war auch noch in Ordnung. Da haben wir auch gedacht, 50 macht er. Und dann plötzlich kam der Absturz.
Ja, okay. Plötzlich kam der Absturz. Der Brokkoli-Absturz naht. Der kommt meistens plötzlich. Das ist einfach so bei 30, auch easy. 200. Na eben. Da kann ganz schnell gehen. Ich weiß nicht. Aber das passiert bei Brokkoli. Also ich bin ganz ehrlich, an die 50 Dattel im Speckmantel-Challenge würde ich mich gerne mal rantrauen. Ich glaube nicht, dass ich die schaffe, aber ich würde die gerne mal probieren. Oh. Glaubst du, du schaffst 33? Nee. Na schade. 32. Du wirst mich zu so einer Aussage nicht bewegen. Also ich würde mitmachen. Ich würde die gerne mal ausprobieren. Ich würde die mitmachen. Wir können dann einfach beim nächsten Mal nochmal machen. Ich versuche meine 32 nochmal zu knacken. Und ich versuche auch deine 32 zu knacken. Ich versuche mitzuhalten. Wir können zu dritt versuchen zu knacken. Ja. Zu dritt ist das so, nee, jeder. Also. Ja, sehr gut. Boah, ist schon schwierig. Wir waren ja ein bisschen auch Gutes. Das ist doch schon ein Format, da würde ich mich auch sehen. Nein. Ja. Wenn das Schlechte sind, dann ist das geil. Wir dürfen die nicht in Osnabrück bestellen. Also gar, und auch nicht irgendwie so aus der Tüte holen. Nur mal so gefahren. Nee. Weniger reden, mehr essen. Ich kann so viel Zeit, wir haben nie gesagt, wie lange ich mit Zeit lassen soll. Okay. Das heißt, ich kann auch einfach bis morgen warten. Okay. Ey, das stimmt nicht, du darfst nicht pausieren. Aber nicht, muss ich sagen. Also, kotieren ist verboten. Komm, Jay, ist doch fast alle. Du darfst nicht pausieren. Also, kotieren ist verboten. Ja, das ist ja hier ein gesunder Menschenverstand. Ich schaffe ja niemals 32 Spardecken. Das wird auch nicht so schnell genug sein. Magst du dich? Du musst gegen seinen Magen. Wenn du mit der ersten anfängst, dann läuft direkt so ein Internet-Timer 19 Minuten jetzt noch. Der steckt sich um die Dachel rein, der sagt die Rosette, okay, alles klar, ich habe 18 Minuten, jetzt geht's zum oberen Posten. Das ist möglich. Also, wenn Kutieren verboten ist dazwischen, dann könnte ich ein Problem haben. Damn. Wir servieren dann einfach auf dem Klo. Oh ja, mega. Das ist ja der übelste Absturz. Du sitzt gerade auf dem Pott und kriegst einfach von ist draußen. Ist Knödel machen, Knödel. Aber ich meine, welche Kutscher finden wir, wenn wir da auf dem Pott sitzen würdest? Andi wird ja mal zwischendurch dann so ein Bier reichen und 50 Dattel. Boah, klingt wie ein Traum, muss ich sagen. Ja, das ist schon ein persönlicher Heaven. Jay, du hast was geschafft. Jay, das ist dann der letzte große Rose. Rose? Der große Baum. Röschen. Der letzte große Baum, du Riese. Komm, Jay. Kleiner Baum. Do it! Ja, aber der größte Baum. Der Rest sind nur noch Büsche. Jay, magst du Busch? Das Schwere ist das Runterschlucken mittlerweile. Ja, okay. Ist voll. Verstehe ich dann, Kilo essen überhaupt nicht. Schieß halt. Meinst du, das würde helfen, wenn er sich kurz hinstellt, weil du ja so geduckt alles zusammenschiebst? Ich glaube, richtig helfen würde, wenn er sich auf den Tisch stellen würde und runterspringen. Ja, aber also so ein bisschen dehnen ist dann eher gut oder eher schlecht? Oder einmal sacken lassen, einmal so kurz so. Ja, und nicht nur. Okay, hüpfen ist okay, gehen wir da nochmal kurz durch, ja? Gehen wir davon aus, du hast richtig hart gegessen. Und dann würde Hanni zu sagen, stell doch mal kurz hin und mach ein bisschen Wackel. Wäre deine Reaktion darauf nicht, dann kotze ich. Nee, der kotzt doch davon nicht. Der rutscht dann einfach ein bisschen weiter nach unten, dann hat er mehr Platz. Oh, nein, ich würde dann jetzt hin. Und auch ein Spaziergang. Aha. Jetzt so kurz vorm Ende, die würde ich mir einfach reinzwingen. Brauchst du vielleicht nicht doch noch einen Verdauungsschmerz? Vielleicht hat er schon gezwängt. Kann ich. Ja, ich würde dir gerne helfen jetzt. Aber das Hela Gewürzketchup dran. Der ist sie nicht. Nee. Der ist abgelaufen. Ram ist ein halber Verräter. Oh, was soll ich damit? Möchtest du essen? Nee, danke. Leider nicht. Leider nicht. Das ist ein Angebot. Ja. Voller Liebe gewesen. Ja. Gut, ich habe mich schon an die Luft angehalten. Nee. Komm, Jay! Ich bin nicht mal gerochen. Sehr gut. Einfach so abgebrochen wie Spiegel. Teflon, habe ich dir gesagt, du bist Teflon. Ja. Ach komm, Jay, das brauchst du nicht mal kauen, das hast du einfach runterschlucken. Mein Gott, ey, wenn du davon einen Song machen willst, wird der Mitleidstour heißen. Richtig qualvoll jetzt hier das Ende. So heißt doch die Tour dann. Stimmt. Aber nur Mitleid. Oh, Mitleidstour ist ein guter Tourname, muss ich wirklich sagen. Mhm. Aus Scrubs geklaut. Mit unserem Tier Martin. Ja, so könnte unsere letzte Tour heißen, Mitleidstour. Na. So, alle bitte nochmal reinzappen. Ja. Bevor wir in Rente gehen. In Feierabend. Ja, lass mal so einen Klingelbeutel rumgehen. Der lange Feierabend ist das dann. Boah, das ist schon philosophisch, ne? Tschüss! Yeah. Oh, ey, zwei hat er noch. Oh! Nice! Das große Finale! Das hat runtergefallen, das hinten. Da ist einfach vorne. Ach, Quatsch. Da ist doch noch ein bisschen am Teller drauf. Leute, das ist einfach 30-Sekunden-Regel. Ja. Wie gesagt, wurde das ist doch mega gefällt. Gut. Ich bin leider das geschafft. Oh, das Geräusch, ey. Ja, komm. Ja. 30 Minuten hat er gebraucht. Mich stört das überhaupt nicht. Und der schöne Handabdruck so in der Tischplatte. Ich kriege da echt Gänsehaut vor. Gute Gänsehaut. Yeah, stark. Yeah,
geschafft! Er hat's noch nicht geschafft! Tja, Bruder, wir warten noch kurz. Ja, kein Thema. Und Marc Foster, wie läuft's mit Lena Meyer-Landrut? Kein Kommentar. Haben die jetzt mittlerweile nicht ein Kind zusammen? Oder? Ja, die sind verheiratet und so, oder? Sind verheiratet? Wir haben ein Kind. Ja, ich dachte, kein Kommentar. Wie heißt das? Läuft also schon Maxi. Gut. Maxi? Ja, keine Ahnung. Okay. Ja? Er hat's geschafft! Woo! Good job, Jay! Du stehst zu deinem Wort und überschätzt dich nie. Nee, auf gar keinen Fall. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf. Überschätzt. Ja, er hat es doch geschafft. Beides. Naja, wirklich. Also gut gemacht. Postet gerne auch Videos davon, wie ihr dieses Kilogramm esst. Oder ob ihr mich schlagen könnt. Weil das glaube ich nämlich nicht, weil ich bin krass. Haben wir dir gar nicht erzählt. Jay, es tut mir leid, aber ich war nach 5 Minuten fertig. Also. Jetzt direkt nach dem Essen, bevor wir fahren, jetzt grillen wir. Das ist okay, das ist ja gar kein Problem. Dann esse ich jetzt noch ein Stück Fleisch. Schön Bauchspeck noch hinterher. Jawohl, oh, ich glaube, haben wir nicht mehr. Schade. Ja. Das von war auf jeden Fall, kann Jay mal wieder 1 Kilogramm essen und wird dabei verarscht von Andi. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss, danke. Oh. Ladies and Gentlemen, hallo. Okay. Ja, das war jetzt 1 Kilo Brokkoli. Ja, Mensch, schön, dass du bis zum Ende durchgeguckt hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei und ich konnte deine Freizeit etwas erheitern. Lass doch einen Daumen da, hoch oder runter und schreib einen Kommentar und abonniere den Kanal und mach die Glocke an und gönn dir. Bis dann. Tschüssikowski.